Super Leute, toll, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schauen uns heute mal an die GoCo Smartwatch für iOS und Android, die für euch als Fitness-Tracker fungieren kann. Und ich habe mir dazu hier mal die schwarze Variante bestellt. Die hat hier, so wie es scheint, so ein schönes Metallarmband. Finde ich ganz praktisch und ich bin schon ganz gespannt, wie sich hier das mit meinem iPhone gleich verhält. Also ihr seht, da unten liegt das iPhone. Ihr schaut gerade den Einführungsteil von diesem Produkt-Test-Video und in Teil 2 mache ich gleich, packe ich die mal aus, zeige euch ein paar Nahaufnahmen und dann laden wir die mal auf und in Teil 3 mache ich dann einfach mal einen Test, denn wir können ja bei der Smartwatch, seht ihr hier, quasi die App runterladen, dann lade ich die App mal runter und wir verbinden das mal die Uhr mit dem Smartphone und dann zeige ich euch mal, was man in der App alles so einstellen kann. Da lässt sich ja auch normalerweise auf der Vorderseite immer dieses, also im Englischen sagt man Clock Face, also diese Vorderseite umändern in verschiedene Designs, dann shuffle ich mal einfach durch die Designs durch, zeige euch die verschiedenen Designs und dann habe ich mir auch gedacht, weil diese Fitness-Watch quasi als Fitness-Tracker und Schrittzähler und Pulsmesser funktioniert, dann testen wir einfach mal die Funktion, dann gehe ich einfach mal raus, laufe eine gewisse Strecke, da gucke ich halt mal vorher nach, wie weit die ist, guck mal, was der da für Schritte misst. Wir können auch mal gucken, wie sich dieser Pulsmesser quasi verhält und dann habe ich auch gelesen, dass die angeblich wasserdicht sein soll. Mit, ich glaube, dem IP76 Standard, muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Genau, IP76 war es. Und ich glaube, beim IP-Rating, ich kann das hier an der Seite nochmal einblenden, da ist die Stufe 6 am Anfang, steht, glaube ich, für Staub. Und die Stufe 7 ist dann die für Wasserdichtigkeit. Und nun gut, würde ich jetzt damit irgendwie schwimmen gehen? Wahrscheinlich eher nicht, finde ich, glaube ich, ist so ein bisschen Overkill. Aber wir können ja einfach mal im Garten draußen so ein bisschen Wasser rüber brausen lassen und gucken, ob die Uhr das gut verträgt. Und dann teile ich euch im Teil 4 nochmal meine Meinung mit. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Wird ganz interessant, mal hier wieder eine Smartwatch zu testen. Habe ich schon lange nicht gemacht. Und wir springen jetzt einfach mal zu Teil 2, dem Unboxing. Toll, dass ihr da seid. Los geht's. Ja, Leute, dann freue ich mich schon sehr, dass wir uns jetzt mal die GoCo Smartwatch für iOS und Android so ein bisschen von der Nähe anschauen und dann mal den Fitness-Tracker gleich testen. Ich mache die Packung hier mal vorsichtig auf. Und ihr seht, das ist auch wirklich eine schöne Verpackung, edel verpackt. Und ich bin gespannt, wie die Verarbeitungsqualität ist, besonders von dem Metallband. Und wie ihr sehen könnt, so viel sieht man jetzt erstmal noch nicht. Hier ist überall so eine Schutzfolie aufgebracht. Ich denke mal, was ich jetzt gleich machen werde, ich mache mal diese ganze Schutzfolie überall ab, hier von dem Sensor und von hier. Und dann bin ich gleich nochmal da. Vorher kann ich natürlich auch ganz kurz mal hier gucken, was hier noch so zum Vorschein kommt, wenn man das vorsichtig aufmacht. Also ihr seht, hier unten ist dieses Ladekabel und das werde ich natürlich auch gleich brauchen. Also ich würde sagen, ich mache jetzt mal von einem die Folie ab und dann können wir es aufladen. So Leute, und ich habe jetzt hier mal, das ist ja auch wirklich touch-sensitiv, also ihr merkt, wenn ich hier rauf drücke, geht das an. Habe mal diese ganzen Folien abgemacht und ich muss sagen, die Verarbeitungsqualität sieht bis auf eine kleine Stelle echt wirklich perfekt aus. Tolles Armband, hier der Sensor, alles glänzt, noch niegelnagelneu. Und was mir aufgefallen ist, ist das jetzt leider bei meiner, ob ich das hier nochmal anmachen kann. Jetzt seht ihr das da oben, da ist so eine ganz kleine Ecke, vielleicht ist da noch so eine Schutzfolie raufgeklebt. Ich kann nicht da auch ein bisschen mit dem Finger rüberfahre, das noch wegmachen. Muss ich mal testen. Soweit macht die aber echt einen schicken Eindruck. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal, dass ich die auflade und dann mit dem Handy verbinde. Und dann sind wir soweit startklar für die eigentlichen Tests. Also ich lade die jetzt mal auf mit dem mitgelieferten USB-Kabel. Und dann zeige ich euch mal, wie man die App runterlädt und wie man das quasi verbindet und was man da so alles konfigurieren kann. Also springen wir mal am besten. Ich lade die auf und dann springen wir gleich zur App. Also springen wir einfach mal zu Teil 3a. Dem Downloaden der App und den Einstellungen. Ab zu Teil 3. Und ja Leute, bevor ich es vergesse, also ihr müsst das hier, so könnt ihr es nicht ranmachen. Also ihr merkt, wenn ihr das so davor hattet, dass da wie so ein Magnetfeld ist. Also ich glaube im Englischen sagt man Magnetic Latch. Und so hüpft es quasi hier ran. Du wird durch den Magneten da festgehalten. Ich schließe es jetzt mal am Computer an. Und ja Leute, ich hoffe ihr könnt das hier gut sehen. Ich lade das hier am Mac Pro einfach mal auf. Schließe das an und ihr seht, das fängt hier an so grün zu leuchten und damit seht ihr quasi auch, der Ladevorgang ist gestartet und ich lasse das jetzt hier mal so ein bisschen aufladen und dann können wir es gleich mal mit der App konfigurieren. Und ja Leute, wir sind jetzt mal zu Teil 3b, müsste das jetzt sein, gesprungen und wir laden jetzt einfach mal die App runter und dazu könnt ihr zum Beispiel hier diesen QR-Code fotografieren oder ihr gebt einfach im App Store bzw. Android Store den App-Namen ein, das heißt hier Ageband.
Das könnt ihr euch aussuchen, wie ihr möchtet. Ich nehme jetzt hier mal die Foto-App und fotografiere diesen QR-Code. Ich hoffe, man kann das hier gut sehen. Und ihr seht, das hat es auch gleich erkannt. Dann kann ich hier das aufrufen und dann zu installieren gehen. Und ihr seht, es öffnet quasi hier den App Store. Ich lege jetzt mal die Packung ein bisschen beiseite. Und wir können jetzt hier im App Store die App runterladen. Hier sind auch die ganzen Funktionen dann schon so ein bisschen drin. Ich lade die jetzt mal runter. So Leute, und ich habe jetzt mal hier diese H-Band App runtergeladen. Also H-Band heißt die, lustiger Name. Und ich kann mich jetzt hier anmelden. Ich werde erstmal hier schnell einen Account anlegen und dann bin ich gleich nochmal da. Ja Leute, und ich habe mir mal die App hier kurz ein bisschen angeguckt. Wenn ihr Einstellungen ändern wollt, geht einfach hier zu mehr und dann gibt es hier so verschiedene Sachen, die ihr ändern könnt. Das sind, glaube ich, so manuelle Tests gewesen, hier die beiden. Und ich gehe jetzt mal zu dieser Zahnradfunktion, weil da seht ihr im Prinzip, was ihr alles ändern könnt. Normalerweise ist es ja so, wenn ihr eine Textnachricht kriegt und habt, sage ich mal, das Handy irgendwo in der Tasche oder im Rucksack, dann würde die Textnachricht auch auf der Smartwatch quasi auftauchen. Könnt ihr Alarmeinstellungen ändern und ich scroll hier mal kurz durch. Bei mir ist das Handy auf Englisch eingestellt, also es würde dann bei euch sicherlich auch auf Deutsch verfügbar sein, nehme ich mal an. Aber ich benutze sowieso 50% der Zeit habe ich sowieso mal alles Englisch. Ja, ob das nur Medien sind oder so, deswegen habe ich es hier auch gleich so. Ich scroll hier mal kurz runter. Hier ist zum Beispiel die Firmware. Könnt ihr von Zeit mal checken. Die ist schon aktualisiert. Und hier könnt ihr auch die Helligkeit noch anpassen und solche Sachen. Das ist jetzt auf Automatik. Also dann wird sicherlich da auch so ein Sensor drin sein, der die Umgebungshelligkeit erkennt. Also mir kam das Display in der Smartwatch auch ordentlich hell vor. Habt ihr mal die Einstellungsmenü gesehen? Und hier sind jetzt noch keine Daten drin. Ich benutze die einfach mal, mache mal so einen Spaziergang. Dann haben wir hier die ersten Daten, vielleicht ein, zwei Tage. Hier sind Schlafdaten. Ja gut, das werde ich jetzt, glaube ich, nicht tracken. Tagsüber rechnen das, wenn ich es am Arm habe. Heartrate Monitor, Blood Pressure, weiß ich jetzt nicht, wie genau das ist. Das stand auch im Handbuch, dass man dazu irgendwie still sitzen muss. Ich würde sagen, Heartrate kann es sicherlich ganz gut messen. Blood Pressure wäre ich jetzt so ein bisschen vorsichtig. Hier im Modul Manager könnt ihr aber auch euch aussuchen, welche Module ihr dann quasi hier tracken wollt und hier drin habt. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal zu diesem Testteil. Ich habe euch mal gezeigt, wie ihr die App installiert. Ich benutze die Smartwatch jetzt mal ein bisschen und dann bin ich gleich nochmal da mit Testteil 3C müsste das sein. Also ab zum nächsten Teil. So Leute, und ich habe jetzt hier für die Smartwatch mal einen Wassertest vorbereitet, denn da stand ja, wie gesagt, dieses IP76 Water Rating. Und ich habe hier mal eine Flasche mit Wasser. Ich gieße jetzt einfach mal vorsichtig so ein bisschen Wasser rüber und dann schauen wir mal, ob die Smartwatch danach noch funktioniert. So Leute, und ich habe jetzt hier schon eine ganze Menge Wasser rübergekippt. Also wie gesagt, das Wasserschutzklasse war, glaube ich, IP67. Und ja, also schwimmen gehen, hatte ich ja gesagt, würde ich jetzt mit der Uhr nicht oder da irgendwo rumtauchen. Aber ich sag mal, ihr geht irgendwo wandern und dann gibt es einen plötzlichen Regenschauer. Dann sollte die Smartwatch das eigentlich auch ganz gut hier mitmachen. Ich würde sagen, ich trockne die mal wieder ab, gehe wieder rein und dann schauen wir mal, ob das Ganze noch funktioniert. Und ja Leute, wir sind jetzt mal zum nächsten Testteil gesprungen. Die Smartwatch funktioniert auch nach dem Wassertest noch. Ich habe die mal jetzt für ein paar Tage benutzt und mal die Sachen aufgezeichnet. Ich zeige euch mal, was hier so zum Vorschein gekommen ist. Also hier an dem Tag bin ich knapp 12 Kilometer weit gelaufen und es hat das hier auch entsprechend super aufgezeichnet. Gehen wir mal eins weiter und am nächsten Tag, ich hoffe, das bleibt hier schön scharf, bin ich auch wieder ein bisschen gelaufen. Also so mega viel war ich jetzt auch nicht unterwegs. War ich hier nur 10 Kilometer unterwegs und dann am dritten Tag auch nur 3,3. Da war ich nur mal kurz einkaufen und ansonsten war ich halt zu Hause, habe die Uhr erst so ein bisschen später rangemacht und an dem Video hier geschnitten. Und ich muss aber sagen, die Schrittfunktion passt hier ganz gut, obwohl ich glaube, Vorgabe war ja, wenn ich hier nochmal zurückgehe, 22.000 Schritte bei mir. Und ja, also da könnt ihr euch überlegen, da müsst ihr dann schon 20 Kilometer oder vielleicht sogar ein bisschen mehr laufen, um entsprechend auf die Schrittzahl zu kommen. Vielleicht kann man das Ziel auch noch ein bisschen niedriger wählen, könnt ihr euch ja anpassen. Und was die Herzfrequenz angeht, hat er das eigentlich auch ganz gut hier aufgezeichnet. Das funktioniert ja nach dem gleichen Prinzip, hatte ich auch anfangs schon gesagt. Er lockt dann quasi hier durch und gibt euch hier dann einen Durchschnitt,
Und je nachdem, wie fit ihr quasi seid, fällt es dann halt ein bisschen höher oder niedriger aus. Und natürlich hängt es auch von der Aktivität ab. Soweit zu der Tracking-Funktion. Und ich wollte euch hier nochmal zeigen, wie man quasi die Designs auch bei der Uhr umstellen kann. Da habt ihr ja auch in dem Handy so eine Menüeinstellung. Und ich schalte das jetzt mal um. Das wäre jetzt hier quasi der Style Nummer 2, Nummer 1. Das wäre hier Nummer 3. Und ihr seht, jedes Mal wird so ein bisschen was anderes angezeigt. Hier ist Nummer 4 richtig schön groß. Und ja, könnt ihr euch aussuchen. Vielleicht kommen auch irgendwann noch verschiedene Styles mit dazu. Mir gefällt das erste eigentlich ganz gut. Und was war hier noch? Bei dem ist hier halt ganz praktisch, dass halt die Pulsfunktion immer mit dasteht. Das ist jetzt hier seht ihr dann zum Beispiel nicht die Pulsfunktion. Ich lasse jetzt mal auf der Grundeinstellung. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir springen jetzt mal noch zum Fazitteil. So, Leute, und dann freue ich mich sehr. Wir sind jetzt zum Fazitteil gesprungen. Das soll jetzt erstmal soweit gewesen sein zum ersten Eindruck von der GoKo Smartwatch. Ich habe euch mal ein paar Nahaufnahmen von dieser Fitness-Tracker-Uhr gezeigt. Ich habe euch gezeigt, wie einfach es ist, so die App runterzuladen mit dem QR-Code zum Beispiel und auf eurem Handy zu installieren. Dann haben wir die Smartwatch mal mit dem Handy verbunden und wir haben sogar den Wassertest gemacht. Das hat die Uhr auch gut überstanden und dann habe ich die mal für ein paar Tage benutzt und bin draußen umhergelaufen und habe so die Tracker-Funktion getestet und habe ich euch auch eben gezeigt, die trackt wirklich alles ganz gut und ich habe sogar mal beide Tracker, meinen alten Fitness-Tracker und jetzt hier die neue Smartwatch zusammen quasi um den Arm gemacht und mal verglichen, messen die dann beide ungefähr gleich und ja, die liegen wirklich sehr, sehr nah beieinander und ich finde sogar, dass hier das Armband sogar noch ein bisschen schöner ist und die Uhr ist ja auch flacher, also hat das ganz gut an meinem Arm dran gelegen. Einziger Nachteil, wenn ihr viel draußen seid, sage ich mal am Strand oder irgendwo, wo wirklich die Sonne raufscheint, ich fand jetzt im hellen Sonnenlicht draußen im Park, konnte man das hier gar nicht mehr so gut lesen. Das wäre jetzt der einzige Nachteil. Drinnen ist es natürlich absolut hell genug. Oder wenn ihr irgendwo im Schatten steht, ist es auch hell genug. Aber die letzten Tage war es auch wirklich heiß. Und ich bin draußen rumgelaufen und habe auf die Uhr geguckt. Und wenn die Sonne da wirklich scheint, dann kann man das wirklich nur noch nicht so gut lesen. Das wäre jetzt so, für mich ist es jetzt nicht so das Problem. Aber könnt ihr euch mal überlegen, wenn ihr wirklich den ganzen Tag draußen in der Sonne seid, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen unpraktisch. Ansonsten für drinnen oder wenn ihr irgendwo im Schatten steht und da mal nachgucken könnt, dann ist es wieder kein Problem. Bin ich mal gespannt. Ich werde mal auf meiner Kanalseite, ich blende das mal hier für euch ein. Da habe ich ja ganz viele verschiedene Playlisten zu Audio-Equipment, Video-Equipment, Computer-Tutorials, Funkgeräte-Videos. Und ich mache jetzt auch eine Kategorie, wo ich so ein paar verschiedene Smartwatches und Fitness-Tracker teste. Und dann kann ich ja mal vergleichen, wie ist es denn bei anderen Herstellern? Haben die ein helleres Display und was sind da die Vor- und Nachteile? Wie gesagt, hier hat mir das Armband sehr gut gefallen. Das ist bei meinem alten Fitness-Tracker nicht ganz so gut gewesen. Da ist der Tracker irgendwie schmaler und höher. Aber das soll jetzt zuerst mal zu weit zum ersten Eindruck gewesen sein. Leute, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich lade euch natürlich auch ein, die anderen Videos euch anzuschauen, wenn ihr das möchtet. Viele Menschen vergleichen vorher gerne, bevor sie sich was holen. Das könnt ihr auf meinem Kanal gerne gut machen. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da, falls ihr eine spezielle andere Smartwatch sehen wollt. Dann versuche ich die mal bei Gelegenheit aufzutreiben. Und ich wünsche euch viel Spaß. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Video und ich sehe euch hoffentlich als Abonnent. Bis dann. Ciao, ciao. Und weil du dir gerade mein Review von der GoKo Smartwatch angeschaut hast, kann ich natürlich auch einen Vergleich zu anderen Fitness-Trackern interessieren, wie jetzt zum Beispiel diesen Fitbit Special Edition. Und ich habe dir versprochen, dass ich dann auf meiner YouTube-Kanalseite verschiedene Playlisten habe und da kannst du ja auch mal gucken. Ich mache dann da extra eine Playlist für Smartwatches und Fitness-Tracker und viele Leute vergleichen da zuerst, bevor sie sich ein Gerät zulegen und das kannst du jetzt auch machen. Ich sehe dich im nächsten Video. Bis dann.